Warten wir ab, was passiert. Vertiefen ist auch weiter. Wirtschaft als Kirchentag, sich mal vorzustellen, ist ein Gedanke, den ich gerne mal mitnehme. Und ich nehme ihn mit zu zweien, mit denen ich gerne weiterreden möchte. Sicherheitspolitik ist ein Thema. Wirtschaftspolitik ist ein Thema. Und überhaupt, wie China sich außenpolitisch dann platziert. Ich freue mich sehr, dass ich zwei Experten bei mir habe. Die Verteidigungsexpertin der FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Und den deutsch-chinesischen Journalisten, der sich viel mit China beschäftigt hat, Felix Li. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. So, wir haben jetzt schon schöne Bilder, Frau Strack-Zimmermann, von dieser ersten persönlichen Begegnung zwischen diesen beiden Regierungen. Seit 5 Jahren wird es denn mehr als schöne Bilder geben? Oder ist das alles, was von diesen Konsultationen am Ende übrig bleiben wird? Naja, das sind schöne Bilder in der Tat. Ob die schön waren oder ob das Ergebnis schön war, wird sich weisen, denn es ist ja zu keiner Pressekonferenz gekommen. Das, was man gab eine Pressekonferenz, aber es durften keine Fragen gestellt werden. Ja, das ist in dem Fall dann keine Pressekonferenz. Und ist im Grunde genommen erzählt jeder, was er aus seiner Sicht, was er erlebt hat. In einer freien Welt ist eine Pressekonferenz, das sage ich einer Journalistin. Sonst dürften sie uns jetzt auch keine Fragen stellen, sondern wir würden jetzt einfach mal erzählen. Schon relevant. Und die Tatsache, dass der deutsche Bundeskanzler den chinesischen Ministerpräsident im Grunde zulässt, dass keine Fragen gestellt werden dürfen in einem freien Land, das finde ich schon bemerkenswert, um es mal so zu sagen. Mhm. Also zumindest hätte man sagen müssen, dann machen wir gar keine Pressekonferenz. Ja, dann steigen wir doch damit ein. Herr Li, haben Sie eine gute Erklärung dafür und sind Sie auch so empört wie Frau Strack-Zimmermann und Teile der Opposition, die das heute sehr laut beklagt haben? Ja, ich habe Herrn Merz gehört, der das kritisiert hat, dass wir würden hier in Deutschland Pekinger Verhältnisse importieren. Das ist ja noch schlimmer. Es ist ja noch schlimmer. Ich war Korrespondent in Peking und Frau Merkel hat ja China sehr, sehr häufig besucht und sie hat immer bestanden, wenn sie in Peking war, dass es zu Fragen kommt. Nicht besonders vielen, also immer zwei auf beiden Seiten, zwei auf deutscher Seite, zwei auf chinesischer Seite. Die chinesischen Journalisten, die Fragen waren meistens vorbereitet, inszeniert. Aber wir deutschen Journalisten hatten uns abgesprochen und hatten zumindest dann gesagt, okay, wer darf hier denn so im Wechsel, wer darf fragen von diesen zwei? Also auch das fanden wir ja schon sehr, das fanden wir ja auch schon sehr restriktiv, dass das jetzt in Berlin überhaupt keine Fragen gestellt werden. Also ich glaube, da muss sich das Bundeskanzleramt da tatsächlich noch mal zu rechtfertigen. Also das fand ich schon auch aus journalistischer Sicht, das ist hanebüchend. Gut, schöne Bilder, keine Worte. Wer kommt denn da zu uns, Frau Strack-Zimmermann? Ist das ein Partner? Ist das ein Rivale? Ist das ein Gegner? Naja, also es ist natürlich in der Wirtschaft, die Diskussion läuft ja jetzt auch schon, sind wir natürlich auf bestimmten Ebenen Partner. Aber unterm Strich ist das ein Systemrivale. Und ich komme aus der Verteidigungspolitik und es ist gerade ein paar Wochen her, dass in Singapur eine große Sicherheitskonferenz war, wo der chinesische General und auch der Außenminister sich hingestellt hat und sehr dezidiert gesagt hat, wo der Hammer hängt, und zwar wo der chinesische Hammer hängt, und auch sehr klar zu verstehen gegeben hat, nicht nur den Deutschen, nicht nur Europa gegenüber, sondern auch Vietnam gegenüber und anderen Staaten, dass China ein Großmachtdenken hat. Und das wird auch artikuliert. Und ich glaube, bei der ganzen Diskussion, die wir führen, sollten wir doch klar machen, auch Wladimir Putin hat vor 15 Jahren sehr deutlich artikuliert, was er möchte. Und das wurde dann so hingenommen, er wird es schon nicht so ernst nehmen, wird es schon nicht so schlimm. Und deswegen empfehle ich dringend, jetzt mal hinzuhören, was ein chinesischer Ministerpräsident artikuliert, damit wir nicht wieder vor die Pumpe laufen und uns die Augen reiben. Und was Sie gerade in der Diskussion ja schon angeklungen ist, dass sich gerade große Konzerne in Deutschland hoffen, wir machen das jetzt mal, und wenn es in die Hose geht, dann wird das schon geregelt in Deutschland. Das ist ja völlig, das geht ja gar nicht, um das mal milde auszudrücken. So, das macht ja die Schwierigkeit aus, die wirtschaftlichen Beziehungen. Herrn Li, Sie sind in Wolfsburg geboren. Ihr Vater war einer der Manager bei VW, der maßgeblichen Einfluss hatte darauf, dass VW dann eben auch in China zu so einem großen Player geworden ist. Würden Sie sagen, VW, diese Beziehung ist sozusagen der Grundstein der deutsch-chinesischen Beziehungsgeschichte? Ja, und es war auch eine schöne Geschichte. Also ich meine, 40 Jahre lang
haben beide Seiten prächtig profitiert. Mhm. Also VW war das erste deutsche Unternehmen, auch westliche Unternehmen, hat Pionierarbeit geleistet Ende der 70er Jahre, als China sich öffnete, Mao Zedong, die Diktatur beendet war, Deng Xiaoping kam, das versprach das Land zu öffnen, die KP zwar nicht als Machtbasis aufzugeben, aber offener, liberaler und vor allem auch für Wohlstand zu sorgen. Und da war VW, hat Pionierarbeit geleistet und deswegen, also mich stört ein bisschen an dieser Debatte momentan auch, wir stellen uns so als Opfer dar, wir sind keine Opfer. Also es gibt kein Land, kein westliches Industrieland, was so dermaßen vom chinesischen Aufstieg profitiert hat. Und weiter profitieren will. Nur eine Nachfrage dazu. Also wenn man jetzt hört, dass VW eben nicht mehr die Nummer eins ist in China, das war ja die Meldung vor ein paar Wochen, sondern überholt worden ist von chinesischen Firmen. Was sagt das denn jetzt über das Gleichgewicht dieser wirtschaftlichen Beziehungen aus? Naja, so wie China einst mal abhängig war von VW, nämlich überhaupt Mobilität und Automobil nach China zu schaffen, hat sich das umgekehrt. Also wir reden von 34 Fabriken, die VW in China hat. Und es tut mir leid, das zu sagen, aber es ist leider auch noch mal ein ganzes Stück komplizierter, als wie Sie das dargestellt haben. VW kann sich gar nicht aus China zurückziehen. Das wäre das Ende von VW. Es geht ja nicht mehr nur darum, dass China eine günstige Produktionsstätte ist oder war lange Zeit. Auch nicht, dass China längst der größte Absatzmarkt, der wichtigste Automarkt der Welt ist. Es geht jetzt inzwischen um die technologische Entwicklung. Die Chinesen sind drauf und dran, die deutschen Autobauer in der Elektromobilität zu überholen. Haben sie wahrscheinlich schon. Und wenn man sich da jetzt verabschiedet, wenn sich VW da jetzt verabschieden würde, dann würden sie in der Weltliga nicht mehr mitspielen. Dann wären sie nicht mehr konkurrenzfähig. Sie müssen im Grunde technologisch mit den chinesischen Tech-Unternehmen mithalten. Unser Fehler war auch unser der Journalisten. Wir haben schon seit Jahren immer wieder die chinesischen Autobauer beobachtet. Könnten die den Deutschen eine Konkurrenz werden? Und dann haben wir immer ein bisschen geschmunzelt und gedacht, naja, die machen ja eh nur alles nach, wird ein bisschen besser, aber keine Chance. Wir haben nicht erkannt, dass die große Konkurrenz jetzt eben nicht, auch auf chinesischer Seite, nicht die traditionellen Autobauer sind, sondern die Tech-Unternehmen. Mhm. Das sind die Batteriehersteller. Das sind die Software, ja. Die ticken völlig anders. Die denken, VW dachte immer, okay, wenn der Zeitpunkt da ist, China dazu uns zwingt, auch auf E-Mobilität zu wechseln. Die Pläne sind in den Schubladen, dann verkaufen wir, dann bauen wir Elektroautos zum höheren Preis eventuell anbieten. Nein, aber so funktioniert das nicht. Die chinesischen Tech-Unternehmen, für die ist ein Auto ein technisches Gadget. Für die Batterieunternehmen, ein Batterieaufräder. Also unsere ganze Verbrenner-Ausdiskussion, die wir hier in Europa führen, ist völlig überflüssig. Für die Tonne, ja? Völlig für die Tonne. Das wird überhaupt gar nicht hier entschieden. Das entscheidet der größte Automarkt der Welt und das ist jetzt China. So, und gleichzeitig, und das muss man ja auch sagen, kauft China Einfluss in industriepolitischer Größenordnung, die gar nicht so klar, also jetzt gerade in Hamburg der Hafenanteil, der jetzt eben an Costco gegangen ist. Und das jetzt gerade in dieser Woche unterschrieben. Genau, jetzt gerade unterschrieben. Das heißt also, kehrt sich das auch da gerade um? Die Abhängigkeit, die sozusagen mal auf der Seite bestand, sind jetzt wir in eine Falle gelaufen, jetzt schon, aus der wir so gar nicht mehr rauskommen? Naja, was Sie sagen, dass es eine Erfolgsgeschichte ist, ich bin ja deutlich älter als Sie und ich erinnere mich auch an die Werbung, als der Käfer sozusagen in China ankam und jeder in Deutschland... Der Santana. Oder wie auch immer, aber auf alle Fälle sah er aus wie der Käfer. Sie sind ja Motorradfahrer, vielleicht dann doch. Das auch alle mit Stolz erfüllt hat, boah, das ist ja erfolgreich. Mhm. Aber was Sie gerade sagen, basiert ja auch, ich muss immer wieder auf Russland zurückkommen, weil der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hätte nicht stattgefunden, wenn nicht vorher sich Putin grünes Licht geholt hätte, auch in China, mal zu schauen, wie weit kann er eigentlich gehen. Und die Sensibilität durch diesen schrecklichen Krieg, dass wir diese brutale Abhängigkeit haben, diese Sorge, dass Energie zu teuer wird und vor kalten Winter, führte ja dazu, dass wir plötzlich gesagt haben, boah, wir haben so eine Abhängigkeit von Russland, was passiert denn jetzt mit China? Das hat die Menschen sensibilisiert und sie konnten plötzlich Diskussionen hören von und mit Menschen, von denen ich sage, dass sie sich vorher keinen Gedanken gemacht haben. Wenn sie heute eine Fahrt durch den Hamburger Hafen machen, dann wird immer stolz gesagt, boah, die Container kommen aus China und alles. Sagen, oh, ist ja toll, so weite Reise gemacht. Aber die Sensibilität ist ja viel, oder die Situation ist ja viel dramatischer. Es gibt kaum einen Hafen in Europa, angefangen von Piräus,
griechische Staatskrise, 100% hat China den Hafen gekauft, hat jeder gesagt, ist ja kein Problem, die können ihn ja nicht abbauen und mitnehmen. Die Tatsache aber, dass so gut wie in jedem europäischen Hafen ein Großteil chinesisch ist, das ist in der Tat ein Problem. Und lassen Sie mich noch ein Thema aufwerfen, gerade weil Sie sagten, schöne Bilder. Ich war jetzt bei den Gesprächen nicht dabei. Bei der Abschlusspressekonferenz wurde weder über die Ukraine noch über die Situation in Taiwan gesprochen. Ja. Die Straße von Taiwan, das ist die Straße, durch die unser ganzer Handel läuft, alle Containerschiffe, an der schmalsten Stelle nur 180 Kilometer. Und die chinesische Regierung drängt darauf, dass das kein internationales Gewässer ist, sondern außerhalb der 12-Meilen-Zone auch chinesisches Gewässer. Und ich hoffe sehr, dass auch der Bundeskanzler über sowas gesprochen hat. Gut, dann gehen wir auf die politische Ebene auch und halten fest, dass es vielleicht auch deshalb eben da nichts öffentlich wurde, weil auch die sogenannte China-Strategie der Bundesregierung noch gar nicht kommuniziert ist. Das liegt unter anderem daran, dass der Bundeskanzler und seine Außenministerin noch auf ganz unterschiedlichen Pfaden wandeln. Der Kanzler ist eigentlich der Diplomatische, verglichen mit der obersten Diplomatin Deutschlands, nämlich der Bundesaußenministerin, die auch dann mal sehr scharfe Töne auf offener Bühne austauscht, wie jetzt zum Beispiel im April bei ihrem Besuch in China. Da die Einhaltung der Menschenrechte auch in unserem ökonomischen Interesse liegt, habe ich meinem Kollegen in unserem bilateralen Gespräch erläutert, dass wir es mit Sorge sehen, dass Freiräume für zivilgesellschaftliches Engagement in China immer weiter schrumpfen und Menschenrechte beschnitten werden. Diese Meinungsverschiedenheiten sollten uns nicht davon abhalten, im Austausch zu bleiben. Aber dieser Austausch sollte auf gegenseitigen Respekt und Gleichberechtigung basieren. Was China am wenigsten braucht, sind Lehrmeister aus dem Westen. Also die große Frage ist, Herr Li, ist wie geht man um in dieser Situation eben mit diesem Partner China? Hilft da eher die klare Kante à la Baerbock, die offenen Worte, die offene Kritik? Oder braucht man mehr Respekt, wie die chinesische Seite es einfach einfordert? Naja, also ich weiß das Ansinnen von Frau Baerbock sehr zu schätzen. Und ich finde es auch völlig richtig, dass sie das, dass sie eine wertegeleitete Außenpolitik verfolgen will. Ich glaube aber, der Rahmen, wie das dort vonstatten ging, das ist nicht der passende Raum, weil damit erreicht man nichts. Mhm. Das ist ein Schlagabtausch gewesen, den hat Frau Baerbock, kann man sagen, moralisch gesehen richtig, aber sie hat ihn da provoziert. Und da muss man sich nicht wundern, wenn die chinesische Seite sich das nicht gefallen lässt und knallhart gegenkontert. Was wäre denn eine gute Art? Naja, also ich meine, wir haben jetzt ja unterschiedliche Politiken erlebt von der Bundesregierung, wie bei der Menschenrechtsproblematik mit China umgegangen wird. Das ist ja kein neues Thema. Eigentlich ist es das Dauerthema. Selbst unter den liberalsten Öffnungsjahren war die Menschenrechtslage in China immer katastrophal. Was Frau Merkel, die 16 Jahre Merkel, was sie gemacht hat, das war diese sogenannte stille Diplomatie. Sie hat es nicht in so einem öffentlichen Rahmen so laut, ich sag jetzt mal, posaunt, für was sie da steht und was sie fordert. Hat aber nicht genutzt. Doch, es hat genutzt. Sie hat bei jedem ihrer Reisen, und sie hat ja viel China bereist in ihrer Amtszeit, hat sie eine Liste zusammenstellen lassen von Menschenrechtsaktivisten, von Dissidenten, von Menschenrechtsanwälten, für deren Freilassung oder Ausreise oder lockeren Haftbedingungen sie sich eingesetzt haben. Und auf der Ebene hat sie jetzt auch nicht unbedingt alles erreicht, aber sie hat einiges erreicht. Ai Weiwei konnte auf diese Weise ausreisen, die Witwe von dem Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo. Darüber kann man natürlich streiten. Frau Merkel hat darüber natürlich nicht das chinesische System verändert. Und ich glaube, der Zeitpunkt, dass eine Bundesregierung es schafft, das autoritäre System von China abzuschaffen. Ich glaube, die sind vorbei. Vielleicht hat es die mal irgendwann mal in irgendeiner Phase gegeben, als China noch klein und schwach war. Das ist China nicht mehr. Also insofern glaube ich, muss man schon auch, so sehr ich das zu schätzen weiß, was Frau Baerbock eigentlich verfolgen will, glaube ich, muss man da auch realistisch drauf schauen. Und ich würde fast sagen, da hat fast Frau Merkel mehr erreicht, indem sie diese Listen abgegeben hat und sie für die Freilassung konkret der Betroffenen eingesetzt. So, aber die grundsätzliche Frage
ist der Ton. Und da stechen Sie wiederum heraus, Frau Strack-Zimmermann, weil Sie sich für Konfrontation entscheiden. Es gibt ja einen Punkt, der in China wirklich wehtut. Das ist die Taiwan-Frage. Was machen Sie? Sie reisen nach Taiwan, wohl wissend, dass das sozusagen, wir können ein paar Bilder davon sehen, wohl wissend, dass das eben von der chinesischen Seite als Provokation empfunden wird. Denn Taiwan wird von China als Teil Chinas angesehen. Wir haben das auch eigentlich akzeptiert. Sie fahren trotzdem hin. Und der chinesische Botschafter sagt Ihnen, Abgeordnete sollten nicht mit dem Feuer spielen, chinesische rote Linien nicht testen. Warum spielen Sie mit dem Feuer? Nein, ich spiele nicht mit dem Feuer. Ich habe dem chinesischen Außenminister, der in der Tat nicht vor Freude ein Rad drehte, als er davon hörte, als wir das gemacht haben, habe ich ausrichten lassen, dass ich das respektiere. Und die gute Nachricht ist ja, dass er in einem freien Land, nämlich in Deutschland, das auch ablehnen darf. Mhm. Ich bin aber eine freie Abgeordnete. Ich bin mit einer kleinen Delegation von Liberalen gereist, weil wir eingeladen worden sind von Taiwan. Das war eine ganz wichtige Reise, weil wir uns eben auch dort mit der Präsidentin und auch anderen Politikerinnen und Politikern ausgetauscht haben. Wie ist eigentlich die Erwartungshaltung von Taiwan Deutschland gegenüber? Mhm. Und auch im Falle eines Angriffs? Auch im Falle eines Angriffs. Und das ist natürlich eine hochgefährliche Situation. Taiwan ist eine Insel, völlig rohstoffabhängig von China. Die Kommunikation von Taiwan liegt auf dem Grund vor den philippinischen Inseln. Da ist es nicht besonders tief. Also ein Angriff ist ein Szenario, was vorstellbar ist. Keiner weiß, ob heute, morgen oder überhaupt. Aber die Erwartungshaltung von Taiwan ist gerade nach den Erlebnissen, dass eben dieses Ein-Staat, zwei Systeme, wie in Hongkong, eben nicht mehr gilt, ist der Wunsch und die Bitte, nicht, dass wir da groß mit der Marine auflaufen, sondern dass wir unsere wirtschaftlichen Beziehungen mal reflektieren. Und da geht es auch nicht von völligem Abriss zur chinesischen Wirtschaft. Kein Mensch wird das tun, das ist gar nicht das Thema, sondern es geht darum, Risiken zu minimieren. Und deswegen... Und das Gespräch war ein sehr ernsthaftes und natürlich auch an die viertstärkste Volkswirtschaft gerichtet, auch Alternativen zu suchen, Freihandel, ASEAN-Staaten, andere Partner zu suchen. Und ich muss sagen, das ist ja auch ein völlig richtiger Hinweis, dass man also das nicht kappt alles, aber man reflektiert. Und das muss, wie gesagt, ich war bei den Gesprächen nicht dabei, das muss auch chinesische Gäste hören, dass die deutsche und die europäische Bevölkerung ja nicht völlig bescheuert ist, sondern sich durchaus Gedanken macht, kommt das Produkt oder das, muss das wirklich heute noch aus China kommen oder verlagern wir Produktion, was übrigens Mittelständler bereits machen, wieder nach Europa zurück? Also doch sozusagen der Einfluss, den Sie sehen, den Deutschland, wenn überhaupt, haben kann, ist sozusagen ein Nicht-Abhängig-Sein. Das ist ja sehr defensiv von chinesischen Produkten. Naja, mich würde mal interessieren, wenn ich das noch sagen darf, wissen Sie, Frau Maischberger, wir sind ein freies Land und vorhin wurde gesagt, jeder CEO hat das, also jeder Chef eines Unternehmens hat das zu entscheiden. Ja. Und doch, finde ich, muss sich angesichts der Situation, in der wir heute sind, ein Krieg in Europa, die ganze Welt eiert, müssen sich auch Chefs von Großunternehmen, die möglicherweise nur in 2-3 Jahresphasen denken, weil sie sich am Aktienkurs orientieren, das ist so und ich bin die Letzte, die das kritisiert, aber muss sich der Frage stellen, wo eigentlich deren Einbringen ist in eine Gesellschaft, wo eben ein Krieg vor der Haustür ist und einer im Indopazifik droht. Ja, die Bevölkerung in Taiwan hat noch mal ein anderes Szenario vor Augen. Sie haben Familie in China und in Taiwan. Ja. Das heißt also, Sie kennen beide Seiten. Da gibt es die Befürchtung, dass tatsächlich, und so wird es ja auch gesagt, dass eben, wenn es nicht dann auf friedliche Weise geht, dass man sich dann eben auch Taiwan mit militärischen Mitteln dann doch wieder ans Festland zieht. Was hilft denn dann, wenn man jetzt auf Deutschland blickt? Das, was Frau Strack-Zimmermann macht, also man fährt hin, man tritt da auch auf. Naja, also die Bedrohung durch China, die ist auch in Taiwan nicht neu. Die Taiwaner leben im Grunde seit 70 Jahren mit dieser Bedrohung. Man muss das ernst nehmen. Auch Xi Jinping ist nicht der Erste, der mit Gewaltmitteln droht. Deswegen, also man muss es ernst nehmen, aber das beantwortet dennoch viele Fragen auch nicht. Also die Frage ist, wann und wie? Also ich glaube, es gibt noch ganz, ganz viele andere Wege ohne militärischen Mitteln, wie China Druck auf Taiwan ausübt. Und das tut China bereits, nämlich die Gesellschaft dort zu destabilisieren, auch den Handel in irgendeiner Weise zu stören. Also genau das passiert jetzt immer. Also ich glaube, aus taiwanischer Sicht waren an und für sich in den letzten Jahren diese Besuche von
Abgeordneten, von Politikern aus westlichen Ländern erstmal eine gute Sache, weil überhaupt erstmal wieder die Aufmerksamkeit auf Taiwan, auf ihre Anliegen gesetzt wurde. Taiwan wurde ja mehr oder weniger fallen gelassen, nachdem das mit der Öffnung Chinas dann kam und sich alle nur noch und vor allem die Deutschen nur noch für China interessierten. Und insofern war das gut, aber ich glaube, auch da, ich bin selbst jetzt am Anfang des Jahres auch in Taiwan gewesen, habe nicht nur mit Verwandten gesprochen, sondern auch mit Experten. Und die sehen das inzwischen dann aber auch so ein bisschen kritisch oder beziehungsweise zu viele dieser Besuche, da ist den Taiwanern auch nicht geholfen, weil die hatten dann ab einem bestimmten Punkt den Eindruck, da kommt jetzt noch ein US-Kongressabgeordneter irgendwie und es dient alles immer so jeweils der Innenpolitik, aber die haben wenig Konkretes in der Hand, was dann den Taiwanern auch hilft. Also ich würde fast sagen, ein Ministerinbesuch, wie das ihre Parteikollegin gemacht hat, die Forschungsministerin, dann auch auf Fachebene oder der Gesundheitsminister, wenn der mal nach Taiwan reisen würde, mit konkreten Anliegen, mit konkreten Projekten der Angebote der Zusammenarbeit, dass den Taiwanern da konkret mehr geholfen ist als so symbolische Besuche. Ich will Ihren Besuch nicht kritisieren. Ich glaube, haben Sie gerade getan, aber war das überhaupt ja. erstmal ein gutes Zeichen, da überhaupt Solidarität zu zeigen, weil bis vor zwei Jahren gab es diese Solidarität aus dem Westen nicht mehr. Aber ich glaube, jetzt, wenn es darum geht, wie man Taiwan weiter unterstützen will gegen diese Übermacht China, da muss man mehr bieten als nur Taiwan. Wenn Sie mir erlauben, ja. Also erstmal war das eine Einladung. Mhm. Also ich bin da nicht hingefahren und habe gesagt, hallo, hier bin ich. Es war eine konkrete Einladung, die schon ein Jahr lang immer wieder gegolten hat. Der Auslöser war, dass Taiwan zu dem Raum gehört, ich nenne es mal so, die als erstes der Ukraine geholfen haben, als Russland die Ukraine angegriffen hat. Mhm. Sie haben sofort reagiert, Hilfsmittel hingeschickt, Geld gesammelt bei Privatpersonen. Das heißt, Taiwan war so alarmiert, was da passiert. Putin besucht China, überfällt die Ukraine. Da gab es solche Parallelen, dass dieses Gespräch auf Verteidigungsebene, sicherheitspolitischer Ebene die Relevanz hatte. Und ich finde das schon wichtig, dass man auch mal vor Ort dort mit den Entscheidern trifft und nicht nur von der Ferne aus. Keine Frage, nur die Konsequenzen, ja. Die muss man halt auch bedenken. Also der Pelosi-Besuch, der war auch in Taiwan höchst umstritten, weil man da natürlich wusste, wie China dann agieren würde. Und das ist natürlich, ja, also, das ist gefährlich. Nancy gerade. Pelosi vergleichen, nein, danke Ihnen sehr. Nein, tue ich nicht. Darf ich aber das Sie beide trotzdem noch mal ist ja gerade überschritten, wo die Gefahr dann zu groß wird, dass es dann auch den Taiwanern dann konkret schadet. Deswegen ist es ein schwieriger Balance. Genau, weil sich da der Konflikt eben zu verschärfen droht. Und das muss man, glaube ich, eben, das würde ich gerne in Ihre Diskussion mit reinbringen. Also wir haben Bilder aus den letzten Tagen und Wochen. Das sind eben Kriegsschiffe, die sich in der Straße von Taiwan gefährlich nahe kamen. Und was auch wirklich als dann eine Konfrontationsgeste gesehen wurde, das sind amerikanische Kriegsschiffe und chinesische. Und das hier ist eine Auseinandersetzung in der Luft zwischen eben auch einem amerikanischen Flugzeug und einem chinesischen Kampfjet. So, was passiert denn da und wie groß ist die Gefahr, dass jetzt auf dieser Schiene dann auch das, was im Moment nur als theoretische Möglichkeit im Raum steht, dass es dann wirklich zu einem militärischen Konflikt kommt, in dem die USA, wie Sie gesagt haben, ja dann auch militärisch eingreifen will? Also nochmal, weil Sie das gerade von der Straße von Taiwan sagten. Mhm. Das ist außerhalb der 12-Meilen-Zone ein offenes, internationales Gewässer. Wir sehen es gerade hier. 1996 ist ein Vertrag geschlossen worden, den haben die Chinesen mitgezeichnet. Ja. Das ist die dicht befahrenste Handelsstraße der Welt. Ja. Wenn die von China sozusagen als Hoheitsgewässer deklariert wird, werden wir übrigens als Handelsnation ein massives Problem haben. Die Amerikaner fahren regelmäßig durch, auch die Franzosen. Mhm. Die Franzosen fahren noch durch, weil sie im Indopazifik eine Menge Franzosen leben. Das heißt, wenn wir dort, wir hatten ja eine Fregatte Bayern dort, da hat sich seinerzeit die Ministerin nicht getraut, den Tagesbefehl zu geben, durch die Straße von Taiwan zu fahren. Wurde ein Riesenbogen gefahren, um bloß nicht aufzufallen. Mhm. Also es mag ja vielleicht in meinem Temperament liegt, eine freie Wasserstraße, eine deutsche Fregatte, jetzt wird eine Korvette Baden-Württemberg auf den Weg sich machen. Da gehe ich aber doch mal stark davon aus, dass sie durch dieses Gewässer durchfährt. Wenn auch wir wenn das, man riskiert, dass es dann zu einem, wie auch immer gerade, Frau Maischberger, das ist Zusammenstoß gehen kann, der ja, aber das ist internationales Recht. In der Ukraine. Und wenn wir uns einrollen,
wenn wir uns einrollen, nach dem Motto China, was selber den Vertrag unterzeichnet hat, dass das eine freie Wasserstraße ist, wenn wir anfangen, schon im Vorfeld Angst vor der eigenen Courage zu haben und unsere Schiffe, also Schiff nicht mehr durchfährt, dann halte ich das für ein ganz fatales Zeichen. Es geht nicht darum zu provozieren, es geht nicht darum, ein Szenario aufzubauen, es geht darum, das Recht durchzusetzen. Das ist übrigens auch ein Stück Seerecht und das ist auch ein Stück Völkerrecht. Nelly. Auch da wieder die Frage, soll man sich einrollen oder soll man da mit einer Stärke auftreten? Nein, man soll sich nicht einrollen, man soll auch knallhart verhandeln. Also ich glaube, das ist, das muss die Leitlinie auch im Umgang mit China sein, weil die Chinesen tun das ja auch. Also man muss sich vor den Chinesen auch nicht verstecken. Die Chinesen sind auch knallhart in ihren Verhandlungen. Also deswegen finde ich eher so einen Besuch wie oder so eine Begegnung wie heute wie Herr Scholz, wo man das Gefühl hat, alles ist Friede, Freude, Eierkuchen, das finde ich fast schädlicher auch im Umgang mit China, als die Frage, ob man sich da jetzt einrollt oder nicht, weil konkret ist es ja so, also es ist leider alles nicht so einfach. Also die Amerikaner, die USA, die spielen da auch nicht eine ganz saubere Rolle in diesem Konflikt. Anders als die Europäer haben die Amerikaner China als den Nummer 1 Rivalen gesehen, anerkannt. Und es gibt keinen Punkt. Ist. Ja, aber es gibt auch kein Thema, wo sich die Republikaner und Demokraten so einig sind wie in der Frage, wie im Umgang mit China, und zwar auf Konfrontation zu setzen. Und sie sagen ja, aber es ist natürlich aus chinesischer Sicht, das muss ich auch noch mal betonen, ist es auch so ein bisschen, und solche Stimmen, die, das ist jetzt keineswegs Partei- oder KP-Propaganda, das finden auch schon einige Leute, einfach normale Chinesen, die haben so das Gefühl, naja gut, solange wir arm und fleißig produziert haben und so weiter und keine Konkurrenz darstellen, sondern für die Welt quasi die Werkbank waren, weswegen es im Übrigen ja in den letzten 20, 30 Jahren auch so wenig Inflation auch hierzulande gegeben haben, weil die Chinesen eben alles so billig produziert haben. Und plötzlich, das mag zwar ja Zufall sein und mit dem Aufstieg von Xi Jinping, aber jetzt gerät China in eine Phase, wo wirtschaftlich, technologisch China eben nicht nur der Nachahmer ist und der Billigproduzent, sondern ein knallharter Wettbewerber. Und plötzlich wird im Westen eine Rivalität geschaffen. Da fühlen sich ein bisschen auch die Chinesen ungerecht behandelt. Ja. Naja, also deswegen ist objektiv eine. Es ist ja nicht. Es ist diese systemische Rivalität, die würde ich sagen, die hat es aber auch in den 40 Jahren vorher auch all die Jahrzehnte gegeben. Aber jetzt und dann haben, muss ich Herrn Steiner sagen, der sagte, aber das hat, damit hatte ja hier keiner Probleme. Ja, aber sorry, wir hatten jetzt nicht innerhalb von 8 Jahren zweimal einen Angriff Russlands auf ein europäisches Land. Und China hat grünes Licht gegeben. Wir haben heute einfach eine andere Situation. Klar, und da müssen wir die Lager. Klar, haben wir eine andere Situation. Und das hat natürlich unsere Sensibilität auch noch mal gestärkt. Und das ist auch gut und richtig so. Aber ich finde, wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht eins zu eins die Argumentation und die Rolle einnehmen, die die Amerikaner tun. Die Amerikaner haben noch mal ganz andere Interessen. Und meine größte Befürchtung, wenn immer die Frage kommt, wird es mit Taiwan knallen? Ich sage an und für sich nicht, weil das würde erstmal alle Seiten und eigentlich die ganze Welt schaden, weil diese Region ist wirtschaftlich so wichtig. Taiwan ist der Hightech-Chip-Produzent. Das würde massive Auswirkungen auf die gesamte Weltwirtschaft haben. Aber ich habe die Befürchtung, meine größte Angst ist momentan, wer in 2 Jahren im Weißen Haus sitzen wird. Zu Ende auszuführen. Noch ein anderer Aspekt, darf ich weil den Aspekt in den USA eine inzwischen nicht nur ein Wettbewerb, eine Konkurrenz gesehen wird in China, sondern eine offene Feindschaft da inzwischen, die sich verankert wird, die von China natürlich ebenso aggressiv beantwortet wird. Und das ist gefährlich. Also es geht und dann ist es deutsche und die europäische Sicht, nicht um die der Amerikaner, sondern das, was für uns von Relevanz ist für die Zukunft. Und da ist es natürlich auch erstrebenswert, dass Europa dort eine andere Rolle einnimmt. Aber, ich merke, es ist komplizierter, als es dann auf den schönen Bildern jedenfalls hier bei diesen Konsultationen aussieht. Und danke Ihnen für den Einblick heute. Ich habe das Gefühl, wir werden darüber noch eine Weile reden, über diesen Tag hinaus. Vielen Dank, Maria-Agnes Strack-Zimmermann. Vielen Dank, Felix Sie. Danke, dass Sie da waren.